Doch, trotz dessen die Frage, ist das natürlich hier der heilige Gral, wenn wir das wissen, mit den kleinen Durchschnitten, mit dem Rainbow arbeiten? Nein, so könnte er übrigens aussehen, der heilige Gral. Er ist es natürlich nicht. Ja, die Frage ist natürlich, wenn wir mit dem Rainbow arbeiten, ist das jetzt eine Gewinnmaschine? Bedingt. Ja, Sie müssen natürlich wissen, Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Sie brauchen den richtigen Broker mit der exakten Ausführung, mit der Fernausführung und natürlich auch marktneutralen Preisen und nicht irgendwelchen Harikiri, was es nicht alles gibt. Das muss man sich bewusst werden. Das heißt, wenn Sie es schaffen, in die nächste Ebene zu kommen und die Parameter Ihres Systems kennen, den richtigen Broker nutzen und auch ein schönes Setup haben und natürlich mental, dazu kommen wir zum Abschluss des Vortrags heute noch, auch in der richtigen Spurrinne sind, dann ist es so, dass Sie hier durchaus auf dem Weg zum Heiligen Gral sind, aber den gibt es natürlich nicht. Letztlich arbeiten wir immer, da sind wir doch schon ein Stück weit besser als in einem Casino, wir arbeiten immer mit Wahrscheinlichkeiten und das muss uns bewusst werden, dass wir hier immer wieder zwischen Verlierer und Gewinner sitzen. Wer nichts riskiert, also nicht ein Risiko eingeht, wird auch nie was gewinnen. Man muss sich aber bewusst sein, dass trotz des besten Systems oder der ausgeklügelten Taktik es ein 100%-System nicht geben wird. Das heißt, es wird Verliererphasen geben, Drawdown-Phasen, Verluststrecken. Man wird auch ausgestoppt werden. Damit muss man leben. Gerade beim Trendfolgeprinzip ist es durchaus so, dass man häufiger ausgestoppt wird, als es einem teilweise lieb ist. Aber das muss man eben wissen. Und da gehen wir jetzt mal ein Stück weit eben, um die Statistik einzufangen, in den eigentlichen Punkt zum Rainbow. Wir wissen jetzt, wie der Rainbow funktioniert, und darum geht es nur, den Trend zu visualisieren. Und jetzt kombinieren wir das mal ein Stück weit mit den Tools oder auch den Trading-Setups, die ich Ihnen hier darstelle an dem Slide, die Kombinationsmöglichkeiten. Ja, also ein Rainbow ist so schön, wenn ich das kenne, aber Sie müssen natürlich ein Stück weit kombinieren. Und der Kombination sind als solcher keine Grenzen gesetzt. Also Sie können das wirklich ins Unendliche kombinieren. Ich zeige Ihnen heute nur exemplarisch zwei Beispiele. Das sind hier die Candlesticks und die Indikatorenkombination. Über dessen, was mit dem ich arbeite, gibt es auch noch viele Möglichkeiten darüber hinaus. Und deswegen ist ja auch Sinn und Zweck dieses Seminars heute, Ihnen da einen Anstoß zu geben, durchaus mal mit dem Rainbow zu experimentieren. Und man kann auch noch viele, viele andere Sachen ergänzen, um den Trendhandel, den Sie, wie gesagt, sehr schön visualisieren mit dem Rainbow, dann eben timingtechnisch auszunutzen, um eben den richtigen Handel zu vollziehen. Und heute will ich hier nochmal darauf hinweisen, dass es nur Auszüge sind des ganzen Pakets. Das komplette Paket im Sinne dessen, was es für Trading-Möglichkeiten gibt, das würde hier den Rahmen sprengen. Da bräuchten wir bis zu 4, 5 Stunden. Die Lösung ist hier, das zeige ich Ihnen oder sehen Sie auch oben in den Slides oder in den Verlinkungen, das Rainbow-Seminar, was wir im April anbieten. Und da ist es so, dass Sie hier praktisch 3 bis 4 Stunden und auch durchaus noch Nachbetreuung, wenn Sie Fragen haben in meinem Desktop, die Möglichkeit haben, hier tiefer in den Rainbow einzutauchen. Und nebenbei natürlich erlaube ich mir, Ihnen hier im Sinne von JFD Brokers in meinem Seminar hier auch einen Rabatt natürlich zu geben im Sinne von 30%. Wenn Sie hier sozusagen JFD-Kunde sind und das Rainbow Trading kennenlernen wollen, dann können Sie sich hier oben unter dem Link, wie gesagt, anmelden, sparen ein bisschen was an Geld noch, handeln neben dem mit dem fairsten Broker, den es gibt, und haben hier auch noch die Möglichkeit, obendrauf Templates zu bekommen. Also Templates sind praktisch Masken, die Sie beim MetaTrader 4 aufsetzen können. Und dann haben Sie praktisch das Trading-Setup, was ich selbst handle, bei sich zu Hause und können das praktisch dann auch live testen. Also wie gesagt, das Online-Seminar ist das Gimmick hier für Sie mit dem Rabatt als JFD-Kunde eben hier noch günstiger das Ganze wahrzunehmen. Und ich denke, das ist eine schöne Chance, um hier A, den Trendhandel ganz genau kennenzulernen und B, eben Ihnen auch den Weg zu ebnen zur Ferntransparenz, zum Broker der Offenheit, der wirklichen Fairness. Und das sollten Sie sich durchaus mal anschauen. Denken Sie an die Post-Trade-Transparenz, fragen Sie mal Ihren Broker, ob er das anbietet. Am Sonntag, wie gesagt, gibt es dann noch einige mehr Einblicke. Wir sind ja hier am Sonntag im Channel 6 unterwegs. Kann ich nur empfehlen, da gibt es dann richtig mal was aus der Brokerage Insider-Abteilung. Da werden Sie auch hin und wieder sicherlich mit den Augen schlackern, sozusagen, was hier eigentlich am Markt abläuft auf anderer Seite. Aber wir klären das, wie gesagt, auf und wollen hier die Transparenz weiter vorantreiben. Doch zurück zum Trading. Wie gesagt, Einblicke. Mehr dann dazu bei dem Seminar. Wir fangen aber mal an mit dem Rainbow Trading 1.0, so habe ich das mal genannt. Das ist der klassische Full Rainbow in Kombination der Candlesticks. Ja, die Candlestick-Kerzen, Sie sind natürlich hier, je nachdem, wie weit Sie im Trading schon drinstecken, sicherlich sich dessen bewusst, was die Candlestick-Kerzen sind. Sie sehen es hier, eine Kursinformation vierfacher Natur.
die haben auf jeden Fall ihre Relevanz und die Japaner haben schon vor mehreren hunderten Jahren damit gearbeitet. Hingegen hier im angelsächsisch-US-amerikanischen Raum die Candlesticks erst in den 80er, 90ern entdeckt wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Letztlich haben die eine sehr, sehr schöne Erscheinungsform im Chart und das können wir für den Rainbow eben auch nutzen. Neben den einzelnen Candlesticks, die eben entgegen einen Liniencharts eben vier Informationen haben, Hoch-, Tief-, Eröffnungs- und Schlusspreis, gibt es bei den Candlesticks eben auch noch Erscheinungsformationen. Man sagt dazu Candlestick Pattern und das sieht dann mal so aus. Ich habe mal hier die wichtigsten oder bekanntesten mehr oder weniger. Es gibt an die 50 bis 100 solche Formationen. Die muss man nicht alle kennen und die muss man auch nicht alle handeln. Ich zeige Ihnen heute mal ein spezielles, um dann praktisch auch noch zu zeigen, im Rainbow-Seminar gehen wir noch auf ein weiteres ein. Hierbei heute soll es um den Hanging Man und den sozusagen Hammer gehen. Ja, das ist, Sie sehen es gerade, ich habe es eingekreist auf dem Slide. Das sind praktisch die zwei Candlestick-Kerzen singulärer Natur, also nur einzelne Kerzen. Es gibt ja auch Kerzenformationen, wie Sie sehen, nämlich hier zum Beispiel das Bearish oder Bullish Engulfing. Das sind Candlestick-Pattern mit einer sehr hohen statistischen Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Ja? Und das Engulfing, also das Umschließen des Bullischen Patterns, da sehen Sie ja hier, dass die weiße Kerze links die schwarze umschließt, die hat einen sehr, sehr bullischen Fortsetzungscharakter. Das heißt, wenn so eine Formation auftaucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass danach bullisch entsprechend eine Aufwärtsbewegung stattfindet. Aber das, wie gesagt, im Detail im Rainbow-Seminar. Jetzt soll es um die einzelne Kerzenformation gehen. Und hierbei speziell Hammer, Shooting Star, Hanging Man. Man kann dafür auch wiederum typisch Börse vielerlei Bezeichnungen finden. Hier liegt der Fokus jetzt erstmal auf der gängigen Ein-Candlestick-Pattern-Formation, eben Hammer und Shooting Star. Und das gestaltet sich eben so. Sie wissen, der Hammer, der muss im Prinzip am Ende eines Abwärtstrends erscheinen und der Shooting Star gegenübergestellt am Ende eines Aufwärtstrends. Das sieht dann so aus, wie hier in dem schematischen Beispiel dargestellt. Vielen Dank an der Stelle an Gregor Bauer von der VTAD, der mir hier schon seit langer Zeit mal die Grafiken zur Verfügung gestellt hat. Er auch heute hier im Sinne der VTAD und freut mich, dass da auch immer wieder Aufklärung geleistet wird. Jetzt sehen Sie aber hier, wie gesagt, die Hammerkerze, die muss am Ende eines Abwärtstrends auftauchen, dann hat sie absolute Relevanz. Beim Shooting Star ist es eben am Ende eines Aufwärtstrends. Die Frage ist eben, ob das auch beim Rainbow so einsetzbar ist. Das schauen wir uns gleich mal an, aber im Vorfeld möchte ich Ihnen eigentlich mal ein Stück weit statistisches Zahlenmaterial an die Hand geben, was Ihnen eben hier sozusagen visualisiert, wie der Hammer hier statistisch aufgehangen ist. Ja, und Sie sehen, das reale Verhalten ist hier so, dass wenn der Hammer am Ende eines Abwärtstrends auftaucht, hier eine bullische Umkehr in 60% der Fälle stattfindet. Ist der Hammer weiß, haben wir dann sogar eine Wahrscheinlichkeit von 67%. Gibt es dann, gerade bei Aktien natürlich, eine Eröffnungslücke zum Hammer, also zweiter Handelstag, der Markt eröffnet bullisch mit einem Gap up, dann haben wir hier eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 73%, dass es sich um eine Umkehrbewegung handelt, also der Abwärtstrend gestoppt ist. Das heißt, hier sehen Sie, dass auch eine statistische Auswertung durchaus Sinn macht und beim Hammer eben insbesondere auch durchaus eine gewisse Umkehr im Marktverständnis vorliegt. Ja, das ist das Interessante, das Sie mitnehmen müssen, ohne jetzt auf die weiteren Details einzugehen. Viel interessanter ist nämlich jetzt die Darstellung, die jetzt kommt. Da sehen Sie nämlich hier den Rainbow Trading Ansatz vom Hammer und da wird Ihnen deutlich, wenn Sie sich das mal jetzt vor Augen führen, dass der Hammer links oder der Shooting Star eben rechts mitten in einer Trendbewegung sozusagen auftaucht und das ist durchaus interessant. Das ist so ein Stück weit entgegen dem, was eigentlich jetzt dem Prinzip des Hammers nach der klassischen technischen Analyse entspricht. Sie sehen eben hier, dass der Hammer in einer intakten Aufwärtsbewegung als einzelne Kerze sozusagen als Einstiegspunkt genommen wird. Wir gehen mal kurz auf die Grafik ein, zum Beispiel Hammer, Shooting Star entsprechend äquivalent umgekehrt. Da sehen Sie hier die Hammer-Formation im positiv aufgefächerten Rainbow. Das heißt, wir haben ein bullisches Momentum und der Hammer, der setzt jetzt hier wie folgt an, dass man versucht, dieses bullische Momentum und diesen Hammer sozusagen in der Aufwärtsbewegung zu handeln. Die Idee vom Hammer ist ja praktisch, dass sich der Impuls erschöpft und eine neue Aufwärtsbewegung stattfindet. Und hier sagt uns der Hammer einfach auch in dieser einzelnen Periode, es gab einen Tief, einen Verlaufstief, aber die Marktteilnehmer haben hier den Markt wieder nach oben gezogen und sozusagen hier eine periodenbezogene Umkehr eingeleitet und der Hammer ist hier ersichtlich und ein sehr, sehr aggressives Setup ist zum Beispiel dann den nächsten Eröffnungskurs oder das Hoch vom Hammer zu kaufen,
Stopp direkt unter dem Hammer, das ist sehr, sehr aggressiv. Und Sie werden auch sicherlich, wenn man dieses Setup durchsetzt oder handelt, einige Stop-Outs kassieren. Doch wenn der Hammer hier in seinem positiven Rainbow mal sich nach oben entfaltet, dann sind hier wesentlich mehr als 3 R möglich. Da kann man hier bis zu 6, 7 R nach oben mitnehmen. Das heißt, auch wenn Sie vorher 4, 5 Mal ausgestoppt wurden, hätte man hier immer noch eine positive Gewinnbilanz, aufgrund dessen, dass Sie ein Vielfaches Ihres Risikos verdienen können, wenn der Hammer im positiven Rainbow sozusagen nach oben sozusagen das Momentum nochmal raufschießen lässt. Umgekehrt genau das gleiche beim Shooting Star. Der sagt uns im Prinzip, dass hier die Stimmung wohl trendfolgend weiter nach unten kippt. Und genau das ist das Prinzip, wenn Sie praktisch hier die Candles, die Kerzen anwenden beim Rainbow. So, dann kommen wir jetzt mal von dem Candlestick Pattern 1. Wie gesagt, das war jetzt hier der erste Ansatz, mal zum nächsten Punkt. Im Seminar, wie gesagt, noch ein Stück weit was mehr. Und zwar hier Rainbow Trading 2.0. Ja, da gibt es, wie gesagt, noch einige weitere Steigerungen. Aber hier geht es jetzt darum, dass wir den Full Rainbow betrachten, vor dem Hintergrund mit Indikatoren. Ja, was haben wir dabei? MACD als Indikator, dann RSI Laggerer und RSI oder Slow Stochastic. Das sind alles Oszillatoren. Also der MACD ist als Indikator fähig und die anderen sind die Oszillatoren, die praktisch immer zwischen 0 und 100 oszillieren. Ja? Das ist sozusagen der Effekt dieser und das sind natürlich, die sind ideal für Seitwärtsmärkte. Die Oszillatoren hingegen, so ein MACD-Indikator, sich hervorragend für Trendbewegungen handelt. Aber gleich nochmal hier, Sie sehen es ja auch in der Aufschlüsselung der einzelnen Indikatoren, der MACD, Moving Average Convergence and Divergence Indikator, so heißt er ja ausgesprochen, der eignet sich natürlich insbesondere zur Identifikation von Divergenzen. Das sagt ja der Name auch schon, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der MACD auch für mich jetzt, wenn ich ihn denn nutze, vielmehr ein Indikator für Divergenzen. Ja? Das heißt also, wenn der Preis sich entgegen dem Indikator entwickelt, der Preis weiter steigt und der MACD eben schon eine fallende Tendenz gerade im Histogramm aufweist, dann ist das eine interessante Information, die man hier durchaus als Trendabschwächung interpretieren könnte. Aber Sie können auch hier, Sie sehen es unten, weitere Variationen sind zulässig. Find your style, du musst einfach jetzt mal das suchen, was dir passt. Vielleicht hast du auch schon ein System oder einen Indikator, der dir passt. Dann kombinier das doch vielleicht mal mit dem Rainbow, um hier sozusagen mit dem Trend noch schöner einzusteigen. Und jetzt mal zu den Möglichkeiten, die sich eben hier bieten, exemplarisch dargestellter Full Rainbow und Indikatoren. Da sieht es mal so aus, dass wenn man hier die Signaloption nimmt, und das ist natürlich wichtig für Sie, dass Sie auch einen Plan haben, wann handeln Sie was? Was ist das Ziel? Wann ist der Entry, wann ist der Exit? Das heißt, Sie brauchen neben den ganzen Voraussetzungen, die wir jetzt besprochen hatten, natürlich auch einen klaren Handelsplan. Und als Signaloption hier beispielsweise eben der Rainbow muss klar definierter ausgeprägt sein, ein Trendimpuls identifizierbar sein. Das heißt, gleitende Durchschnitte, dafür steht das GD, separieren sich, / fächern sich auf. Das ist positives Momentum. Ja. Dann beachten Sie den MACD. Einerseits wegen Divergenzen, andererseits wegen Rücklauf zur Nulllinie. Ein Cross von unten nach oben oder oben nach unten, je nachdem ob Long oder Short, ist dann nahezu ideal. Wir schauen uns das noch in dem Bild an. Jetzt erstmal vorab nur sozusagen zu den Rahmenbedingungen. RSI Laggerer ist sozusagen eine Art verzögerter RSI. Den habe ich jetzt mal hier exemplarisch genommen, der eben praktisch hier größer 0,15 von unten, vergleichbar der Slow Stochastic, größer von 0,20 von unten kommt, um sozusagen Long-Indikationen zu initiieren als Indikator oder vielmehr Oszillator und umgekehrt Short, kleiner 75, kleiner 80, sozusagen hier die Anhaltspunkte zu haben, wenn man die Indikatoren mit dem Rainbow kombiniert, was sich da denn so gestalten kann. Aber auch hier weitere Variationen zulässig, auch andere Einstellungsmöglichkeiten. Da geht es eben darum, dass Sie Ihr System mal ein Stück backtesten, ja, oder auch praktisch live durchlaufen lassen. Live im Sinne vom Live-Handel, kann ja auch ein Demo-Konto sein, durchaus legitim. Auch hier bei JFD Brokers beispielsweise Demokonto unbegrenzt. Ja, das heißt, Sie haben hier nicht nur 30 Tage und danach ist Schluss, sondern können Demokonto eröffnen und ein Leben lang damit handeln und experimentieren oder auch 100 neue Demokontos eröffnen. Letztlich wollen wir einfach, dass Sie erfolgreich sind und das wird man nur, wenn man einen klaren Plan hat. Und das neben den anderen Sachen ist eben wichtig, dass man auch weiß, welche Signaloption man zum Beispiel handelt. Gut. Gehen wir mal auf den Chart hier ein, den Sie jetzt sehen im Bild. Das ist jetzt alles ein bisschen bunt und ein bisschen groß daherkommt, aber wir wollen jetzt mal so ein Stück weit die Rahmenbedingungen da mal eingrenzen und gehen jetzt mal hier sozusagen in die Tiefe. Also wir zoomen uns sozusagen mal ein Stück weit ran. Das ist sozusagen das übergeordnete Bild. Sie sehen hier einmal eine rote, dicke Linie oben. Das ist sozusagen
die Farbwahl ist jetzt ein Stück weit verändert, aber es geht darum, oben sind die trägen gleitenden Durchschnitte, das sind also die langfristig ausgerichteten Händler und nach unten hin kommen dann die mittelfristigen und kurzfristigen und das sieht man von links oben kommt, das sieht man ja auch schon am Preis, der Trend ist abwärts gerichtet, der Rainbow ist negativ aufwärts gefächert und dann sieht man hier das grau untermalte Fenster und da zoomen wir uns jetzt mal rein, sozusagen hier die Handelsspanne der Asia Session, Morning Session. Also es ist so, dass der Tag, da, wo es dann links grau wird, also das Bild heller, da beginnt praktisch hier der neue Handelstag. Das ist ein Forex-Chart, ein Währungspaar, also hier praktisch rund um die Uhr Handel in der Woche. Das geht ja in der Nacht um, oder besser gesagt Sonntagabend 23 Uhr los und geht bis Freitagabend 22 Uhr, 24 Stunden Handel. Das heißt, die Preise ticken auch in der Nacht 2.35 Uhr. Und das führt natürlich dazu, dass das alles nahtlos ineinander übergeht. Und wenn der neue Tag beginnt, dann haben wir hier im Prinzip so ein Rechteck. Da sieht man sehr schön, dass der Preis auch weiter fällt. Und dann gibt es aber so eine korrektive Erholungsbewegung. Ja, der Preis schießt hier nach oben, läuft dann ein Stück weit seitwärts im, und das ist eben wichtig zu erkennen, im Negativ Rainbow. Das ist durchaus eine Indikation, wo man sagt, aha, hier wird es jetzt spannend. Die Frage, geht der Preis nach oben raus über die trägen gleitenden Durchschnitte oder geht der Preis wieder in Richtung des Trendmomentums, was ja immer noch negativ ist. Ja, Sie sehen, die kurzfristigen Trader, der gleitende Durchschnitte von unten, die kleinen, die kommen nach oben hin, aber die haben die großen noch nicht überwunden. Das heißt, der große Abwärtstrend ist noch intakt, das große Geld ist noch short eingerichtet. Nur die kleinen, die haben Gewinne mitgenommen, die haben die kurzfristige Aufwärtsbewegung getradet. Wie auch immer, das Momentum ist übergeordnet noch negativ. Das muss man wissen. Gut, und da gibt es jetzt eine Option, das kriegen Sie, wie gesagt, im Seminar sogar mitgereicht. Da kommt hier so ein kleiner Pfeil. Sie sehen den türkisen Pfeil da, den ganz kleinen, den sehen wir nachher noch ein Stück weit größer, wir zoomen uns dann nochmal rein. Dieser Pfeil ist praktisch hier eine Signaloption. Der Pfeil taucht auf, wenn der EMA 4 den EMA 8 crosst, also der kürzere den längeren und das ist ein sehr kurzfristiger Cross sozusagen, aber das kann als Signaloption dienen. Und immer wenn so ein Cross stattfindet, kriegt man so einen Pfeil oben gesetzt und der taucht da schon mal auf. Dann interessant, das ist der erste Punkt, wir haben hier das MACD-Histogramm und da sehen Sie genauer, wenn Sie sich in den Chart mal reinzoomen, da ist eine Divergenz erkennbar. Das heißt, der Preis ist in der Nacht gestiegen, hat sogar dann an dem Punkt 1 kurz davor ein neues Reaktionshoch gemacht im Vergleich zu den Bewegungen davor, also in der ganzen, im ganzen Rechteck wurde sozusagen ein neues Hoch gemacht und der MACD-Indikator unten, der bestätigt das nicht. Das heißt, wir haben eine negative Divergenz. Das heißt, der ganze Aufwärtsimpuls ist ein Stück weit mit einem Risiko behaftet und jetzt hier haben wir noch das nächste Signal, Nummer 3, das ist der RSI Laggery oder eben Slow Stochastic. Der kippt hier in dem Beispiel unter 0,75 oder bei der Slow Stochastic unter 0,80. Und dann haben Sie jetzt mit dem Full Rainbow, der Ihnen sagt, übergeordnet liegt hier wohl ein Abwärtstrend vor, weil das Momentum negativ ist, jetzt schon mal 3 Indikationen, Informationen, die einen möglichen oder einer möglichen Wiederaufnahme der Abwärtsbewegungen oder für eine Wiederaufnahme sprechen. Ja, das sind aber nur 3. Wir haben noch ein bisschen mehr. Jetzt zoomen wir uns nämlich nochmal in den Chart rein. Und jetzt sehen Sie hier diese Signallinie, den türkisen Pfeil, den sehen Sie hier nochmal. Aber was ist interessant? Die Kerzenformation haben wir jetzt nicht direkt beleuchtet, aber das ist, wenn man die Candlesticks anschaut, eine Art Bearish Engulfing. Und wir hatten vorhin kurz den Bullish Engulfing erwähnt. Das heißt, die rote Kerze umschließt die weiße. Das funktioniert im Tageschart, das funktioniert im Stundenchart, das funktioniert egal in welchem Timeframe. Je größer das Timeframe, desto besser und aussagekräftig. Aber wir sehen hier nach Candlestick-Formation schon mal eine Bearish Engulfing. Das ist eine interessante Information neben den Signalen, die wir jetzt ja auch schon hatten. Dann kommt noch dazu, dass Sie eine rote Kerze sehen. Sie sehen auch die Kerzenerscheinungsform. Wer sich mit den Hike and Ashi Kerzen schon mal auseinandergesetzt hat, wird erkennen, dass das im Prinzip hier die Hike and Ashi Kerzen sind, die im Hintergrund laufen. Und auch das ist ein zusätzliches Signal. Das heißt, hier gibt es eine rote Hike and Ashi Kerze, die uns auch nochmal bestätigt, aha, jetzt könnte der Trend durchaus kippen. Überdies haben wir praktisch jetzt hier nach Candlestick und Hike and Ashi Naturen auch ein negatives Signal im Sinne dessen, dass das Momentum negativ ist. Also Punkt 4. Kommen wir zum nächsten. Sie sehen hier gerade am Forex-Markt interessant, das steht leicht Pivot, also Pivotpunkt. Das ist praktisch sozusagen der Fingerabdruck des Vortages, gerade für Intraday-Trader interessant am Forex-Markt. Ich will jetzt nicht drauf schwören, aber der Pivotpunkt hat eine sehr hohe Relevanz von Tradern und es gibt eben auch viele, die diesen handeln. Einfaches Prinzip, über dem Pivotpunkt, also dem Fingerabdruck des Vortages, suche ich Longs
unterhalb des Pivotpunkts suche ich Shorts. Wir sehen hier in der Situation, der Preis hat es nicht geschafft, sich signifikant über den Pivotpunkt abzusetzen. Nein, er fällt wieder unter den Pivotpunkt, was im Sinne dessen, dass wir ja wissen, dass das Trendmomentum negativ ist, hier durchaus als Signal dienen kann, hier eben zu sagen, der Trend wird wohl wieder nach unten kippen. Überdies, neben dem fünften Signal, was wir jetzt schon haben, haben wir da auch noch eine, das ist jetzt ein Stück weit schwer zu erkennen, Sie sehen aber die kleinen gelben Punkte. Auch diese bekommen Sie von mir mitgeliefert im Seminar. Das ist praktisch nichts anderes als eine Horizontallinie der letzten 15-Minuten-Kerze, also sozusagen die 15-Minuten-Unterstützung. Da sehen Sie auch noch blaue und grüne Punkte. Das ist einmal der H1-Stunden-Chart, einmal H4-4-Stunden-Chart. Da sehen Sie praktisch horizontal die signifikanten letzten Periodentiefs. Und hier wird praktisch auch das letzte 15-Minuten-Tief unterschritten. So, ergo haben wir jetzt in Summe 6 Signale, die mit dem negativen Rainbow auf eine fallende Tendenz hindeuten. Unabhängig dessen, wo Sie jetzt genau den Einstieg suchen, ist es aber so, dass Sie jetzt durchaus die Möglichkeit haben, eben hier einen Short Trade zu wagen. Und wenn Sie ausgestoppt werden würden, ja, dann wäre es ein Versuch wert gewesen. Die Signale waren dafür da. In dem Fall ist es aber natürlich ein Musterbeispiel, dass der Markt entsprechend nach unten kippt und horiho, hier konnte man durchaus ein Vielfaches seines Risikos verdienen, weil der Preis entsprechend im Sinne des Momentums weiter abkippt. Insofern wichtig und richtig, hier mit dem Rainbow zu arbeiten als Trendidentifikation und das Ganze zu kombinieren, neben Candlesticks, nur eben auch durchaus mit Indikatoren noch zu füttern. Aufpassen aber hier, dass man sich natürlich nicht überlädt. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, was wirklich schon das Limit darstellt. Im Gegenteil, es würden auch die ersten 3 Signale sogar schon reichen, um zu sagen, hier wage ich jetzt einen Trade. Ja, Sie brauchen nicht 5000 Bestätigungen, um jetzt ein Short-Signal zu bekommen, aber das soll mal visualisieren, wie Sie mit unterschiedlichen Indikationen sozusagen auf dasselbe Ziel hinauslaufen. Ja, da würden auch, wie gesagt, 3 oder 2 Signale durchaus reichen, um zu sagen, mit dem negativen Momentum suche ich jetzt hier praktisch den Short. Und darum geht's.